Rita und der Laura, die beiden Siegerinnen. Komm, Laura, hol's dir! Und eine von beiden wird in Kürze Gesamtsiegerin hier bei der internationalen deutschen Meisterschaft sein. Super, Laura, ganz stark. Sanita Bahadori, Startnummer 81. Und der Startnummer 95, Laura Meusel. Und jetzt auch auf weiter. Vierteldrehung nach rechts. Laura, super. Rücken 90. Vierteldrehung nach rechts. Komm, Laura! Nach vorne zur Frontansicht. Zeig mir mal deine Beine schön. Spann schön durch. Genau. Vielen Dank. Laura, Beine, komm! Ihr dürft die Bühne ganz kurz verlassen. Super, Laura! Super! Unser Hauptkampfrichter Michael Enzo König wird die Stimmzettel auswerten. Kurz zusammenrechnen, wer Gesamtsiegerin wird. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Beide Athletinnen haben sich toll präsentiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier die Entscheidung nicht so einfach war für unsere Kampfrichter. Aber letztendlich muss man sich für eine Athletin entscheiden. Das ging fix. Wenn es schnell geht, dann spricht es meistens dafür, dass es doch ein relativ eindeutiges Ergebnis ist. Na, nicht so eindeutig? Das war ein knappes Ding, würde ich mal sagen. 5-4 Kampfrichterstimmen. Ja, auf der einen Seite ein bisschen traurig, auf der anderen Seite, da stehen ja zwei Siegerinnen. Also keine von beiden muss da traurig sein, aber nur eine kann Gesamtsiegerin sein. Und das ist die Startnummer 81, Sanita Bahadori vom New Fitness World Penzberg. Gesamtsiegerin der internationalen deutschen Meisterschaft 2019 in der Frauen-Fitnessfigurklasse, Sanita Bahadori. Wir machen 20 Minuten Pause. Ich werde nach draußen gehen, mir einen Schokoriegel kaufen bei einem unserer Sponsoren. Das würde ich euch auch empfehlen. Stärkt euch, nutzt es, geht zu unseren Sponsoren, unterstützt die ein bisschen. Und in 20 Minuten sehen wir uns wieder mit einem hammergeilen Wettkampf. Das verspreche ich euch. An die Kampfrichter bitte um 14.50 Uhr wieder da sein. 14.50 Uhr, machen wir weiter. Thank you.